Hallo Leute und willkommen zurück bei Resident Evil Revelations 2. Wir spielen jetzt die gute Moira und wir sollen anscheinend den Schlüssel suchen. Denkst du, er könnte im Fall an was hängen geblieben? Claire, ich sehe den Schlüssel. Ah. Er ist zu weit oben. Ich versuche, ihn herunterzuschießen. Okay, also wieder wechseln. Aber das mit dem Wechsel ist ja echt ganz cool, ne? Zielen und schießen, ja gut, so habe ich mir das schon gedacht. Hoffentlich treffen wir, jawohl. Moment, ich möchte mal eben schauen. So kann ich nachladen, okay. Experimentierblockschlüssel, alles klar. Das war doch die Tür, wo die ganze Zeit jemand geklopft hat. Oh, oh. Hey, hallo. Oh, wow, 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 wow. Okay. Ey, wow. Wow, das Zielen ist mega schwerfällig. Wenn betäubt. Ah, okay. Ist er jetzt tot? Nee, ich glaube nicht. Oh, ich glaube, da ist noch jemand, oder? Hä? Ah, da kommen noch mehr. Holy shit, wie soll ich das denn machen? Oh. Okay, gut. Ja, ich möchte gerne laufen. Lauf, Moira, lauf! Da ist Munition. Was ist das hier? Gar nichts. Hui, 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 hui. Komm. Mhm. Ja. Ja. Oh, Leute. Das wird mir so Probleme bereiten mit der Kamera. Okay. Das. Mhm. Nope. Nope. Ich weiß gerade nicht, wohin. Muss ich vielleicht wieder nach oben? Ich denke schon. Ui. Also mit der Kamera gleichzeitig den Frame einbrüchen. Oh, oh. Und dann noch diese schwerfällige Zielen. Oh, das war jetzt echt nicht cool. Oh! Soll ich jetzt an dem auch vorbeilaufen? Ich habe ja keine... Wow. Wow. Boah, 16 FPS, das geht gar nicht klar. Das geht überhaupt nicht klar. Seht ihr das? Wie merkwürdig... Was? Ich will nicht ausweichen. X, nimm es mit. Seht ihr das, wie merkwürdig ich mich bewege? Aber ich kann auch nicht anders. Oh! Moira, muss ich auch... Oh! Wow, was... Was zur Hölle ist los? Ja, ich kann RB nicht nehmen. Das dauert zu lange. Dann lasse ich mich lieber sterben. Zum Teufel. Okay. Jo. Ja. Ja. Gut. Damit habe ich fast gerechnet. Sie sind tot. Erneut versuchen. Wow. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu blöd war, dieser Situation hier zu entkommen. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Könnte überall sein. Schaut euch das mal an, wie das ruckelt. Such mit der Lampe. Das liegt übrigens nicht an meinem PC oder den Grafikeinstellungen, denn ich habe das bereits von anderen Let's Playern gelesen. Und mein PC ist auch eigentlich recht gut. Der müsste das hier ohne Probleme schaffen. Ich sehe den Schlüssel. Er ist zu weit oben. Ich versuche, ihn herunterzuschießen. Okay. So, also nochmal das Ganze. Krass, echt krass. So, direkt mal nachladen. Na gut, ich weiß, ich kann da vorne in den einen Raum rein. Das werde ich auch machen. Na komm schon. Sehr gut. Ja, ja, ich glaube, ich schieße gar nicht erst auf den. Boah. Hol dir die, boah, hol dir die Munition. Sehr gut. Und weg hier, Moira, weg hier. Ah, oder geht sie dann nicht nach oben? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Renn hin. Mach den Nahkampfangriff. Da kommen schon die Nächsten. Ich weiß nicht, ob wir schon hochkommen. Moira, bitte komm einfach hoch, ja? Sie, lauf einfach. Ja, ja, bitte, dann lauf du auch. Lauf, sehr Moira, gut. Lauf. Moira, komm bitte. Ich glaube, ich warte mal ein bisschen auf sie. Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Okay, hier auch einfach dran vorbei. Einfach dran vorbei, egal wie sehr es ruckelt.
möchte gerade nicht ausweichen. Ich möchte hier einfach nur einigermaßen durchkommen. Komm, komm, nimm alles mit. Ich weiß halt nicht, inwiefern wir Moira alleine lassen können. Shit! Ich laufe jetzt einfach. Ja, ich meine... Ah. Boah. Alter, was ist das hier? Müssen wir hier raus? Oh, sie ist... Gott sei Dank, sie ist dabei. Sehr gut. Wo war denn jetzt die Tür? Ich glaube, hier vorne, ne? Oh Mann, warum ruckelt das so? Ey, das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Okay, Waffe wechseln mit dem Steuerkreuz. Okay, nach unten, nach oben. Das darf doch nicht wahr sein. Und Schrotflinte. Du brauchst auch eine Pistole. Ja, sie braucht auch... Brauche ich überhaupt was? Nicht. Sorry, Schusswaffen passiert an. Nicht nach der Sache. Okay. Mist, tut mir leid. Ganz vergessen. Vielleicht finden wir etwas anderes für dich. Ja, was sollen wir denn finden? Ein Schwert oder was? Nein, ich bin Taschenlampenträger oder sowas. Ehrlich. Okay. Wow. Hä? Es wechselt automatisch jetzt zu ihr? Okay. Wow. Ich glaube, da ist etwas Glänzendes, aber ich kann es nicht erkennen. Nee, ich auch nicht. Leuchte mal mit der Lampe. Ah, fokussieren. Da. Da oben auch. Brecheisen. Cool. Eine Schlagwaffe. Ich kann mit Schlagwaffen. Ich kann mit Schlagwaffen. Moira kann mit RT, mit ihrem Brecheisen, angreifen. Indem sie Gegner von hinten mit dem Brecheisen trifft, kann sie diese betäuben. Sie kann außerdem mit RT einen Folgeangriff auf gefallene Gegner ausüben. Okay. Gut, ich würde aber hier jetzt gerne nochmal schauen. Da ist doch noch was. Pistolenmuni. So, wie sieht das jetzt aus? Wie kann ich ins Inventar... übergeben. Und die Schrotflinten... Ach, nee, das ist Claire. Ach, das ist Claire. Moira. Okay. Gut, kapiert. Leute, wenn das mit den Frames so bleibt, dann wird das der absolute Horror. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt 19, 18. Das ist unmöglich. Also echt jetzt. Na, komm schon, Moira. Du schaffst das. Sehr gut. Hä? Ah, jetzt bin ich wieder automatisch sie. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Claire? Das hast du gesehen, oder? Hm. Ja, da war... irgendwas. Ja, irgendwas. Schrotflintenmuni. Hat da unten noch was geglitzert? Da! Pistolenmuni. Also geht die Pistolenmunition, sehe ich das richtig, automatisch an... Nee, die jetzt doch nicht. Übergeben. Okay, also müssen wir das tatsächlich hier jedes Mal wechseln. Was ist das? Nochmal Pistolenmuni, ach Mensch. Und da? Nochmal Pistolenmuni. Okay, ganz schön viel für den Anfang, ne? Würde ich mal sagen. Dann wechseln wir nochmal. Wie ist der Typ, der hier gerade rumgelaufen ist, denn hier durchgekommen? Das frage ich mich gerade. Oh, oh. Ja, das ist definitiv ein Gefängnis bzw. eine Anstalt. Boah, diese Geräusche. Ah, die Zelle ist auf. Was sind Topas? 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 Boah, dieses Hecheln, ne? Oh, oh. Fürchte, was du sein wirst und werde, was du fürchtest. Was?
Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Ihr könnt es mir sagen. Sprecht mit mir. Was hat das zu bedeuten? Was? Die Armreife wechseln ihre Farbe als Reaktion auf Furcht. Okay. Und wer genau sind Sie? Okay, das hier kann ich doch bestimmt abschießen. Oder zu uns? Ich weiß es nicht. Ah, cool, ein Saphir. Boah, bitte lass die Zellentüren jetzt gleich nicht aufgehen. Aber da sind nicht überall welche drin, ne? Nur da. Und ich glaube hier irgendwo an der rechten Seite, zumindest klingt es so. Oh, was haben wir hier? Gefangenenlagerkarte. Ah, automatisch eingeblendet. Das ist natürlich supi. Ach du Scheiße. Da hinten ist Munition drin. Komme ich hier irgendwie vorbei? Kann ich den Schrank irgendwie... Nö, anscheinend nicht. Ach, das Ding kann man bestimmt irgendwie rausfahren oder so. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Hier scheint's rauszugehen. Ah. Es fehlt aber... Oh, Moira. Es fehlt aber ein Zahnrad. Also von der Aufmachung und Grafik finde ich das echt gut. Das gefällt mir gerade total. Nur halt mit den Einbrüchen, ne? Das ist mies. Das ist richtig mies. Auszug aus Kafkas in der Strafkolonie. Ach, wie cool. Der Reisende unterbrach ihn. Er kennt sein eigenes Urteil nicht. Nein, sagte der Offizier wieder, stockte dann einen Augenblick, als verlangte er vom Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage und sagte dann, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja an seinem eigenen Leib. Okay. Das finde ich ja gut, dass hier tatsächlich... Ja, echte Zitate oder Passagen halt verwendet wurden. Das finde ich ganz gut. Ja, hätte gern eins zu Hause. Okay, da ist das Zahnrad. Vorrichtung an. Da steckt etwas fest. Ja, Moira. Das habe ich doch bereits gesehen. Ich würde mich aber hier gerne noch umschauen. Oh, Verbandsmittel. Teilebox. Ach ja, ich erinnere mich. Die gab es ja im ersten Teil auch. Stimmt. Werkbank. Sie können Ihre Waffen an der Werkbank verbessern und austauschen. Wie geil. Sie können Spezialteile, die Sie eingesammelt haben, an Waffen ausrüsten oder entfernen, austauschen. Sie können die Waffen, die Sie mit sich tragen, mit den gelagerten Waffen austauschen. Ach ja, so war das, genau. Schadenstufe 1. Stimmt, und dann konnte ich mich immer entscheiden, welche Waffe ich jetzt tune. Stimmt. Ich werde es wie immer machen. Zuerst mal die Pistole. Zumindest jetzt am Anfang. Wie ging das noch gleich? Das hier auswählen. Und bestätigen. Ja, okay. Hat das jetzt funktioniert? Ja, da unten ist das Teil drin. Sehr gut. Ja, wie gesagt, am Anfang erstmal die Pistole, weil wir dafür die meiste Muni haben. Moira, ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Okay. Oh, Teamwork. Gut. Muss ich jetzt zu ihr wechseln? Moira, wie alt mag die sein? Die kommt mir so mega jung vor. Was macht die hier? Was soll das? Und sie hat jetzt nur die Taschenlampe, ne? Fantastisch. Was ist hier noch? Was? Kiste öffnen. Einige Kisten müssen erst aufgeschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor, um den Entriegelungspunkt zu finden. Die Position des Entriegelungspunkts können Sie anhand der Farbe des Cursors und der Vibration des Controllers ermitteln. Sie erhalten einen Hinweis, aber nur bei der ersten Kiste. Wie Sie erhalten einen Hinweis? Hä? Habe ich nicht verstanden. Was jetzt? Ja, ja. Hä?
den Cursor um den Entriegelungspunkt. Ah. Also ich muss erst den Entriegelungspunkt finden. Da jetzt, oder wie? Sie erhalten einen Hinweis. Aber mein Controller vibriert nicht. Da. Und jetzt mit beiden... Ah, jetzt vibriert er. Ah, manchmal gibt es mehrere Entriegelungspunkte. Versuchen Sie alle zu finden. Ach so. Ah, hier irgendwo. Da, direkt da. Okay, nein. Das habe ich... Das kapiere ich nicht so wirklich. Ja, wo ist denn jetzt die Stelle? Hier wird es wieder rot. Hä? Ah, da irgendwo? Ah, jetzt vibriert's. Die sollten mal die Steuerung genauer erklären und nicht L und R ist konzentrieren. Da? Ich raff das überhaupt nicht. Es vibriert doch. Also es... Nee, rechts oben war's. Was? Hier irgendwo. Oh Mann. Pistolenmunitionshalter. Ah, damit kannst du bestimmt mehr Muni mitnehmen. Sehr schön. Oh Mann, daran werde ich mich gewöhnen müssen, an diese Kisten. Allein schaffe ich's nicht. Okay, gut. Das ist auch besser so, dass du hier nicht allein losgehst. Hier kommt man nicht durch. Okay. Claire, hier lang! Ach so. Okay. Ja, was ist jetzt mit dem... Ich weiß gerade noch nicht, ob ich das Zahnrad mitnehmen soll. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass dann die Maschinen überall losgehen. Deshalb gehe ich vielleicht doch erstmal mit nach oben und schaue, was dort noch ist. Vielleicht finden wir draußen jemanden, der uns hilft. Ja, das bezweifle ich. Nee, wisst ihr was? Ich hole jetzt doch eben das Zahnrad. Weil, wer weiß, ne? Vielleicht gehen die Maschinen doch nicht an. So, geh wieder runter, meine Liebe. Ja doch, das klemmte aber so drin, dass das hier bestimmt angeht. Stromzufuhr. Das funktioniert nicht. Ach. Der Strom ist wohl aus. Oh. Vielleicht gibt's einen Schalter. Okay, hat sich das Ganze natürlich erledigt. Das hätte ich gemerkt, wenn ich mir das Zahnrad vorher angeschaut hätte. Immer dieses Umdrehen dann nochmal. Das ist sehr merkwürdig. Achso, hier kommen wir nur dahin. Alles klar. Ja, Moira, du läufst auch gegen die Wand, ne? Ich hab's genau gesehen. Mhm. Mhm. Wer klopft denn da? Von der anderen Seite verschlossen. Ah, Kontrollraum. Ich will sehr gut. Doch nur hier raus. Ja, ja, ich doch auch. Einen Schritt nach dem anderen. Ach, tatsächlich. Was für Weisheiten hier. Oh! Hallo, du Irrer. Wow, nice. Direkt den Kopf getroffen. Ich hoffe, der ist tot. Oh, hier gibt es leider nichts. Schade. Hier auch nicht. Und, was gibt's hier? Brief des Gefangenen auf Russisch. Liebe Mami, weiß nicht, ob du das je lesen wirst, aber ich brauche dich. Sie nennen uns Experimente. Sie foltern uns jeden Tag. Jeden Tag. Wofür habe ich das verdient? Warum passiert das? Es tut so weh. Jeden Tag habe ich Angst, was als nächstes passiert. Mami, bitte, bitte, hilf mir. Oh Mann. Das klingt nicht gut. Oh. Oh, hi. Sehr gut. Oh! Mhm. Ein
Bisschen ausweichen. Ich muss öfter... Oh. Ja, mach dich nur an der Moira zu... Shit. Okay, da ist noch einer. Oh! Alter, geht ihr denn ab? Komm mal her, mein Freund. Wow. Bist du tot? Nein, bist du... Was? Stirb. Ich verschwende... Was? Ich verschwende keine Kugel mehr für dich. Geht doch. Also immer schön mit dem Messer arbeiten, Verbandsmittel. Okay, so, da geht's wieder nach unten. Ja gut, Kopftreffer werden hier ein wenig schwierig sein. Vorsichtsregeln für Experimente. Die Sensoren, mit denen die Experimente ausgestattet wurden, messen die Adrenalin- und Noradrenalin- und Noradrenalinspiegel, um die Furcht zu berechnen, die die Testperson empfindet. Die Farben ändern sich entsprechend. Grün normal, orange beunruhigend, rot blinkend, Furcht und rot Mutation. Sollte der Sensor einer Testperson zu rot werden, ist sie bereits in der Mutationsphase. Erschießen Sie sie dann umgehend. Ach du Jemine. Aber gut, dann können wir wenigstens ablesen, wie gut es uns geht. Grünes Kraut, sehr schön, das kannst du mal behalten. Stimmt, ich muss daran denken, hier ein bisschen in die Ecken zu schauen, ob wir vielleicht mit der Taschenlampe leuchten können. Kann man die hier aufmachen? Nee, schade. Oh, danke, dass du die Lampe wieder anmachst, Moira. Das ist sehr nett von dir. Wow, ist das dunkel. Auszug aus Kafkas Der Prozess. Da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Torhüter das merkt, lacht er und sagt, »Wenn es dich doch so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbots, hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig, und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere.« Ich glaube... Oh, was ist das denn? Explosive Flasche. Also ein Molotow-Cocktail. Zweitwaffe werfen. LB und RT. Wow, was für eine Kombi. Aber okay, kann man die hier öffnen? Brauche Hilfe. Ach so, okay. Oh, jetzt ist das wieder sowas. Hat das jetzt funktioniert? Ja. Wow, Teilebox. Sehr gut. Okay. Moment, glitzerte hier noch was? Ich wechsle doch nochmal zu ihr. Das sah gerade so aus. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, die Übersetzung ist nicht die beste. Kann das sein? Ebenso wie die deutsche Synchro nicht die beste ist. Das habt ihr auch schon in die Kommentare geschrieben. Das habe ich mir auch schon fast gedacht, dass sie nicht so gut sein wird. Ich werde aber erstmal mit der deutschen Synchro weiterspielen. Ich meine, wenn Spiele auf Deutsch sind, der sieht böse aus. Wenn Spiele auf Deutsch sind, warum sollte ich sie dann nicht auf Deutsch spielen? Außer es ist überhaupt nicht aushaltbar. Also wenn es jetzt noch extremer wird, dann kann man sich immer noch überlegen, zu wechseln. Muss ich gerade echt hier an denen vorbei? Wie war das? LB und RT. Ja, geil. Oh. Oh! Der ist schnell. Wow, der ist ja mega schnell. Bist du tot? Nein, 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 nein. Los. Oh, oh, okay, das war eine doofe Idee. Oh, oh. Aber er ist langsam, das ist gut. Sag mal. Sag mal. Der Kopf, ne? Sind die nicht tot? Sag mal, kann man die unendlich irgendwie anschnitzen? Der Kopf, ne? Mal ganz ehrlich. Da haben die sich doch Inspiration beim Pyramid Head aus Silent Hill geholt. Aber hundertprozentig. Nun gut, die laden wir nach.
So, da brauchen wir jetzt einen rostigen Schlüssel. Ich hoffe sehr, dass die beiden liegen bleiben. Oh, da kann doch bestimmt einer der beiden durchkrabbeln. Wahrscheinlich die Moira. Moment, was ist hier? Oh, die geht auf. Explosive Flasche, auch bekannt als Molotow-Cocktail. Oh. Oho, der rostige Schlüssel. Ja, ich glaube, jetzt auf dem Rückweg wird... Ah. Wo? Wo? Irgendwas macht hier doch Geräusche. Können wir das schieben? Ja, das war so klar. Nee, echt. Also bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Ich finde das Szenario... Ah, sehr gut. Das Szenario hier in der Anstalt, Gefängnis, was auch immer, richtig geil. Ich finde es grafisch richtig gut. Nur die Frame-Einbrüche, ne? Wie gesagt, die stören. Alles andere bis jetzt sehr nice, möchte ich mal behaupten. Käfer! Natürlich müssen es Käfer sein. Mist! Ich dachte... Geht mal drauf. Ich dachte nicht, dass sie hier hochkommen. Muss ich etwa runter? Ja klar, ich muss vermutlich auf die andere Seite. Kommen die Käferchen hier unendlich? Ansonsten würde ich versuchen, die erstmal alle... Oh, Moira, du... Du bist auch eine Troller, ne? Du bist auch eine. Kann ich die hier kaputt machen? Nee. Sind schon ein bisschen eklig. So, gibt es eine Möglichkeit, hier hochzukommen? Wollt ihr euch wieder abwechseln? Yay. Moira, die Lampenträgerin. Partnersymbol. Wenn ihr Partner bewegungsunfähig wird, während sie von ihm getrennt sind, wird das Spiel Game Over. Das Partnersymbol wird angezeigt, wenn sie vom Partner getrennt sind. Aha. Das Partnersymbol blinkt rot, wenn der Charakter, wenn der Partner kaum noch Gesundheit hat. Das Partnersymbol zeigt auch an, wenn sie den Charakter nicht wechseln können. Sie können ihrem Partner einfache Befehle geben, okay? Y nach oben folgen, Y nach unten warten. Ich wollte das jetzt gerade mal austesten, aber anscheinend geht es nicht. Sie lädt da unten nach, ich höre es genau. Gut, Leute, ich muss die Folge beenden. Gut, dass jetzt ein Speicherpunkt kommt. Ich habe schon viel zu viel überzogen. Die nächste Folge wird nicht so lang. Aber ich bin auch gestorben am Anfang. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.